Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute haben wir einen New Beetle hier. Und zwar ist die Kundenbeanstandung riecht nach Kraftstoff. Und ja, er hat mir allerdings die entscheidende Information schon mitgegeben. Und er hat gesagt, das Auto hatte vor ungefähr 8 Monaten einen Marderschaden. Und dann sage ich immer, Marderschaden, Kraftstoffgeruch, kann da irgendetwas sein oder kann das in einem Zusammenhang hängen? Sie haben ihm damals wohl irgendwie noch einen Schlauch neu gemacht und er hat auch hier im Motorraum, habt ihr schon mal gesehen, da diese Matte bekommen. Allerdings sagt er, hey, das ist schon lange her. Ja? Und jetzt auf einmal stinkt mein Auto nach Kraftstoff. Und tja, es kann was damit zusammenhängen, vielleicht noch ein paar Nachwehen oder eben auch nicht. Und theoretisch kann man das nur erschnüffeln, also wenn es jetzt wirklich so ist. Und man muss natürlich immer aufpassen, dass man das nicht übertreibt, weil diese Benzindämpfe sind natürlich nicht gut. Was oftmals auch ein Problem ist, wenn Leute sagen, das Auto riecht nach Kraftstoff, kann es durchaus sein, dass ihr mal in Richtung Kurbelgehäuse in Lüftung gucken muss. Nicht, dass da mal ein Schlauch ab ist. Ja? Manche Leute riechen das auch, dass dann praktisch durch das Gebläse praktisch so wie so ein komischer Geruch entsteht und viele denken, das ist Kraftstoff. Ist dann aber eher so Kurbelgehäuselüftung. Ne? Also gibt es auch so die Sache. Aber er sagt, nein, das riecht nach Kraftstoff. Und ich habe es jetzt gerade selbst gerochen, beziehungsweise wir gehen jetzt einmal von vorne nach hinten durch. Das, was zum Beispiel auch ein Punkt ist, hatte schon mal jemand, da ist mir das hier auch aufgefallen, der das zwar nicht bemängelt, aber ich dachte mir, warum riecht das Auto so nach Sprit? Der hat seinen Tankdeckel verloren oder hat ihn vergessen beim Tanken. Ne? Also das kann auch sein. Ne? Also völlig banale Dinge. Wir werden uns das jetzt ganz mal angucken, gehen mal die Schläuche und die Leitung entlang und dann werden wir mal schauen, wo das herkommt. Weil in der Regel muss man sowas finden. Das Problem ist immer ganz einfach, wo ist es? Schauen wir mal als erstes. So, hier ist zum Beispiel der Tankdeckel schon mal drauf. Riecht auch nicht sonderlich. Das ist in Ordnung. Hier tritt auch kein Kraftstoff aus. Das ist alles Bombe. Das heißt, das ist okay. Gut, jetzt gehen wir hier mal entlang am Tank. Ne? Ist hier irgendwas Unliches? Kann ja auch sein, dass so ein Fahrzeug mal aufgesetzt hat, aber hier ist nichts. Das ist auch alles in Ordnung. Und hier sind zum Beispiel so Steckleitungen. Ne? Und hier, das kann natürlich auch alles irgendwann mal, ich meine, da kann nichts mehr in Anführungsstrichen rosten oder so, aber es kann sich natürlich an so Sachen wie das hier, das kann sich schon aufscheuern. Ne? Und dann scheuert sich das langsam durch und dann tritt Kraftstoff aus. Aber hier, also selbst hier am Tank, hier rieche ich eigentlich nichts. Also das sieht auch Bombe aus. Ne? Hier, die Leitungen sind alle eingeklipst, hängt nicht runter. Ne? Nicht, dass hier irgendwo was ist, was sich irgendwie jetzt hier so wegschleift. Gerade wenn man hier durch solche Holme reingeht. Ja? Das kann also auch sein, dass sich sowas dann hier sieht. Man auch, dass hier schon sowas drum ist. Aber sowas kann ja auch irgendwann mal kaputt gehen. Oder das wird vom Marder weggefressen und dann hängen die Schläuche natürlich jetzt hier frei rum. Kommen die Schläuche natürlich irgendwo hier raus, aber hier sieht es jetzt zumindest schon nicht mehr aus. Also die Schläuche gehen jetzt im Moment hier durch und kommen oben raus. Und da muss man dann, und hier riecht es, hier riecht man das jetzt. Ja, ja, boah, muss man aufpassen, dass keine Kopfschmerzen bekommen. Sehen tue ich jetzt allerdings erstmal nichts. Ah, aber hier riecht es nach Kraftstoff. Ja, das riecht schon. Boah, da muss man aufpassen, ey, dass das nicht zu sehr reinatmet. Ich glaube, wir werden mal einen Luftfilter abbauen, denn wir haben ja oben die Einspritzdüsen sitzen. Nicht, dass da irgendwo was undicht ist, aber es kommt auf jeden Fall aus Richtung Motorraum. Wie gesagt, es kann natürlich auch wie immer die Kurbelgehäuselüftung sein, aber wir schauen erstmal nach. Das heißt, Luftfilter abbauen und gucken mal. Zeit, dass wir das nicht mal eben abmachen. Ja? Dann hängen wir mal hier die Schraubenkiste hier hin. Das heißt, 5er Imbus und ein Kreuzer und dann bauen wir das mal ab hier. Ne? Wir machen den Luftfilter gleich bei dieser Sache neu. Weil da ist auch nur ein Service dran und wenn wir das Ding schon mal abhaben, schmeißen wir natürlich auch einen neuen Luftfilter rein. So, und mal gucken hier, dass wir das Ding hier mal ein bisschen losmachen. Ja, man riecht es auch ganz deutlich, dass das von hier kommt. So, das haben wir. Eins. Eins. Noch zwei. So, wo ist er noch fest? Ich glaube hier, ne? Wo wird das sein? Ja.
Das ist eine. Und die hier. Haben wir auch. Gucken wir, ob wir das Ding abbekommen. Ja, bekommen wir ab. Das heißt, jetzt als nächstes müssen wir versuchen, das Ding hier abzubekommen. So, mal gucken. Ne? Nicht, dass da irgendwo ein Schlauch ab ist. So Leute, das Ding haben wir auch ab. Hier hinter sind auch noch Schrauben. Ne? Müsst ihr ein bisschen drauf achten. Und jetzt machen wir das Ding mal ab. Ja, ja, ich sag mal, wir haben jetzt alles auseinander, dann machen wir das Ding natürlich auch neu. Jetzt müssen wir schauen, dass wir dieses schöne Gehäuse hier abbekommen. Hier ist eine Schraube drin. Und dann gucken wir uns mal an, wie die Kraftstoffleitungen hier hinter verlaufen, beziehungsweise ob da was undicht ist. Und ihr seht auch hier, hier haben wir jetzt das Blechding rausgenommen, zeige ich euch gleich, wie da schon der ganze Brüt liegt. Das machen wir auch alles sauber. Ihr seht hier, ne, dieses Blech, das wird nur reingeschoben bzw. rausgezogen. Das ist mit, in dem Fall war es jetzt mit zwei Schrauben, die hier im Wasserkasten sitzen. Zeige ich euch gleich beim Festziehen, wo die gesessen haben. Aber ansonsten ist das eigentlich, könnte das direkt rausziehen. Ist eigentlich nicht schlecht gemacht, weil so sammelt sich auch kein Wasser oder kein Laub übermäßig im Wasserkasten an, sofern ihr euch an den Wartungsintervall haltet. Und hier ist natürlich auch schon mal so, dass jetzt da zum Beispiel das ganze Wischergestänge schon voller Brütt ist. Da kümmern wir uns aber gleich drum. Erstmal müssen wir natürlich gucken, wo riecht es jetzt? Ne? Also wo kommt jetzt der Kraftstoffgeruch her? Ah, ist schon ein bisschen gewurstelt, weil der Motor ist ziemlich weit hinten. Aber ist egal. Ne? Hier haben wir es auch. Ah, guck mal. So, da hängt er jetzt hier noch fest. So, kriegen wir das jetzt ab hier? Nee, da ist auch noch was. Was ist hier? Ah, ist das nur so ein Gummi? Stopp! Ja. Ah, aufpassen, dass uns hier natürlich gleich keine Schraube in den Ansaugtrakt fällt. Hier muss das Ding raus. Ja, dann gucken wir mal. Ja, aber hier riecht es ja. Oh, hier hängt noch ein paar Ölschilder mehr dran. Was ist sowieso, Service machen wir sowieso, ob ich den verfilme, weiß ich jetzt noch nicht, weil das ist jetzt erstmal nicht so prickelnd. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. So, schaut mal her, seht ihr das? Da. Da war jemand zu Besuch. Da war jemand zu Besuch. Und so wie das aussah, lief da auch mal was raus. Seht ihr das hier? Jetzt steht der Wagen natürlich, ist der Kraftstoffdruck hier schon gesunken, aber das wird das sein. Zumindest ein Teil. Seht ihr, das ist bis durch, bis aufs Gewebe. Und das kommt auch genau hierher. Und ja, ihr habt jetzt hier eine Vorlaufleitung und eine Rücklaufleitung und müsst ihr natürlich genau aufpassen. Blau ist Rücklauf. In dem Fall ist die jetzt hier vorne und die kommt hier an diesen Anschluss. Ne? Also blau kommt an diesen Anschluss und die schwarze kommt an den anderen Anschluss. Wir wollen mal gucken, dass wir jetzt hier die Schellen abbekommen, aber das ist immer so ein bisschen tricky. Die sitzen nämlich so schön nebeneinander. Wahrscheinlich könnt ihr jetzt im Moment nichts sehen, aber das ist jetzt leider so. Manchmal kommt ihr nämlich mit der Spitzzange besser auf die Schelle. Die Schellen sind ab. Ja, da läuft der Sprit schon raus. Müssen wir gucken, wie gut er gleich anspringt. Aber das kriegen wir schon hin. Und wie gesagt, merkt euch, wie die Schläuche gesessen haben. So, jetzt haben wir das hier oben. Das ist der Temperaturfühler. Jetzt müssen wir hier auch schauen, dass wir das hier irgendwie abkriegen. So, wenn ihr jetzt mal schaut, das müsst ihr reindrücken. Und dann könnt ihr praktisch die Kraftstoffleitung entriegeln. Also nicht rausdrücken oder eine Feder rausziehen, sondern das Ding jetzt hier ist sogar farblich kodiert, damit ihr also auch wirklich den richtigen Schlauch wieder an die richtige Stelle macht. Das gilt also auch für andere Kraftstoffleitungen auch, die sind meistens farblich kodiert und die sind von den Anschlussabmessungen oftmals gleich. Deswegen immer aufpassen, ne? Sonst läuft das Ding nachher nicht. Okay, das heißt, ich ziehe die jetzt eben ab und dann machen wir einen neuen drauf und ich merke mir das immer, indem ich die Schläuche eben noch nicht final abziehe. Da kommen wir auch nicht durcheinander. So, ihr seht, hier sind die Schellen jetzt ab. So, hier brauche ich jetzt gleich einfach nur das nach hinten klipsen und dann kann ich das Ding jetzt hier schon abnehmen. Und hier sehe ich eben der blaue
ist hier der blaue und das ist in dem Fall der hier. Das heißt, das Ding kann jetzt auch hier ab, die Schläuche. Das gucken wir uns gleich natürlich erstmal an. Was brauchen wir denn damit da drauf? Und zwar stecke ich auch erstmal die Schläuche drauf, dass das soweit in Ordnung ist. Und stecken jetzt ganz einfach nur noch die beiden Dinger hier drauf. Und dann muss sie hörbar einrasten. Dann könnt ihr auch sicher sein. Ja, eins und zwei. Und jetzt mache ich eben die beiden Schellen hier drauf. Und dann haben wir das quasi schon. Zeige ich euch gleich, was ich da gebaut habe. Wolski. Ja, ist so ein bisschen Wurschtelei. Aber das geht. So, wichtig ist, dass hier natürlich die Schellen wieder richtig drauf sitzen. Ne? Dass die Schläuche nicht abgehen können und dass das richtig eingerastet ist. Ja, und ihr seht, diese Schläuche sind so schön vorgeformt. Ja, das ist schon nicht schlecht. Wenn ihr jetzt normalen Kraftstoffschlauch nehmt, könnt ihr wahrscheinlich auch machen, aber dann müsst ihr euch den anders verlegen. Ich finde das nicht so schön, deswegen haben wir das praktisch original gekauft. Ich werde jetzt alles wieder zusammenbauen. Ihr seht, also es macht auch Sinn, ne, das alles rauszunehmen und dann hier mal schön mit der Pressluftpistole, vielleicht wachsen wir es gleich noch ein bisschen ein. Aber ihr seht, ne, hier ist das Ablaufloch, das muss natürlich alles frei sein. Und dann geht das wieder zusammen. Ne? Da hinten ist auch wieder alles frei, so muss das Ganze aussehen. So. Ja, Leute, das Blech da reinzufummeln ist ein bisschen tricky. Konnte ich euch nicht zeigen, weil ich musste mehrmals fluchen und dann wäre das Video mit Sicherheit demonetarisiert worden. Hundertprozentig. Das ist eine Scheiße. Es ist kaum zu glauben. Also raus geht's. Das sind im Grundprinzip drei Schrauben und eine Mutter, zwei Schrauben und eine Mutter, zeige ich euch. Aber das reinzuwurschteln, achtet ganz genau drauf, wie ihr das rausnimmt und wieder reinmacht. Da ist noch eine Dichtung drum. Das ist richtig schlecht gemacht. Richtig schlecht gemacht. Und ja, im Laufe der Jahre hat sich natürlich auch so eine Dichtung dann verdreht und gemacht und getan. Glaubt mir, das wolltet ihr nicht sehen. Ne? Ich bin nämlich da echt fast ausgerastet. So, das Ding muss wird von hier aus festgeschraubt, hier oben. Und dann müssen diese Blechnasen da drunter. Ja, das ist nämlich auch schon beschissen, das hinzubekommen. Davon gibt es drei. Eins, zwei, drei. Aber das Ganze muss natürlich auch so dahinter. Ne? Also ich kann euch nur sagen, richtig fun. Auf jeden Fall, Wasserkasten ist wieder anständig sauber. So sieht das Ganze jetzt aus. Gut, letztendlich ist alles wieder zusammen. Wir werden das Ding jetzt laufen lassen. Und dadurch, dass wir den Schlauch ja raus hatten, ist jetzt Luft im System. Das macht aber nichts. Die Luft geht dann raus. Das ist überhaupt kein Thema. Nur es kann sein, dass er jetzt einmal nicht auf Anhieb anspringen wird, sondern dass wir etwas orgeln müssen. Oder dass er vielleicht sogar noch einmal ausgeht. Aber danach muss er laufen. Okay? Und ja, das reicht, wenn ihr den 5 Minuten laufen lasst. Der Kraftstoffdruck ist sofort da. Und dann werden wir das Ding hier drin stehen lassen, werden morgen weitermachen und dann nochmal schauen, ob alles dicht ist. Und ja, letztendlich starten wir das Ding jetzt. Ich denke mir, wenn wir jetzt die Tür aufmachen, wird die Kraftstoffpumpe anlaufen. Ja, das ist perfekt. Und jetzt lassen wir das Ding mal laufen. Ne? Eben hier Schlüssel nehmen, Gang ist raus. Ah, er läuft sogar auf Anhieb. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal schnell, ob was undicht ist. Und dann lassen wir das Ding hier bis morgen drin stehen. So, mal gucken. Sieht alles Bombe aus. Bin mal gespannt. Ne? Wirklich ist das hier, ob wirklich alles dicht ist. Das ist super. Das Ganze ist nämlich dann recht gut, denn wir müssen morgen auf jeden Fall auch noch Ölwechsel machen. Und ja, Luftdruck prüfen und so ein Gedönse. Zum Service ist das Ding auch hier. Und ich gehe davon aus, dass es das war. Achso, ja, wollte ich euch noch zeigen. So, wo ist er? Da. Da ist das Ding. Und da hing also ganz minimal ein Tropfen drunter. Und das ist klar, der Motorraum wird warm. Das tropft also jetzt nicht wie wild, zum Glück nicht wie wild runter. Und das löst sich natürlich an dem warmen Schlauch. Verdunstet der Kraftstoff natürlich sofort. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt nach einer Pfütze suchen. Ganz im Gegenteil, wenn ihr eine Pfütze auf dem Boden habt, dann wäre ich eher vorsichtig. Da würde ich wahrscheinlich eher in Deckung gehen. Aber hier seht ihr, das ist der angefressene Schlauch. Und ja, das sind dann so die Nachwehen, wenn man einen Malerschaden mal hatte. Ja, du kannst ja jetzt auch nicht jeden Schlauch in Anführungsstrichen jetzt neu nehmen. Und wenn ihr jetzt überlegt, das Ganze sitzt jetzt so, ihr gebt Gas, bremst, ne? Dann kann es sein, dass der Schlauch erst dicht ist, aber irgendwann durch das Flexible, ja, ist das dann, oder durch die flexible Bewegung, ist es dann so, dass der dann hier sich immer weiter durchfrisst sozusagen. Ne? Der knickt also immer weiter ein. Und da reichen eben die kleinen Zähnchen von einem Maler.
Ja, das heißt, morgen eben Ölwechsel machen, schmeiße nochmal eben Federspeicher an und dann war es das. Ja, okay, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao.